Hallo Schachfreunde, hier ist der Sascha für euch und ich darf mit Freude verkünden, dass der Kanal nun so langsam in Schwung kommt. Ich merke es an den Videos, die geschaut werden, das nimmt Stück für Stück zu. Die Abonnentenzahl ist die letzten Tage doch ein wenig gestiegen und ja, so langsam nimmt das Ganze hier Gestalt an und darüber freue ich mich gerade sehr. Und im Zuge dessen habe ich gedacht, wird es nun Zeit, das lang geplante Format Schachlernen zu starten, also Hashtag Schachlernen. Und ihr könnt unter im Prinzip jedes beliebige Video, was euch gerade passt, wäre schön, wenn es im Rahmen der Serie bleibt. Das ist für mich dann etwas einfacher nachzuvollziehen. Aber grundsätzlich könnt ihr unter jedes Video, wenn euch zu dem Thema eine Frage einfällt, die Frage einfach unten in die Kommentare schreiben. Immer mit dem Hashtag Schachlernen vorweg. Das macht es mir ein bisschen einfacher, die Fragen später einzusortieren, bis wir dann zu wissen, dass es eine Frage ist, die für dieses Format gedacht ist. Dieses Format ist im Prinzip komplett für euch da. Ihr sollt hier Fragen stellen, was euch immer euch gerade interessiert. Und hier ist auch grundsätzlich jede Frage erlaubt. Das kann eine absolute Anfängerfrage sein, wie eine, die wir jetzt heute in diesem Video auch klären werden. Das kann eine Frage für Fortgeschrittene sein. Es ist euch völlig überlassen und ich werde dann versuchen, diese Frage möglichst genau zu beantworten. Je nachdem, wie die Frage ist, wie die Frage gestellt ist, werde ich das Thema dann vielleicht ein bisschen anpassen, werde das ausweiten, nehme noch was ins Video dazu. Das hängt dann ein bisschen von eurer Frage ab. Das muss ich mir dann im Detail dann nochmal angucken. Aber sonst ist das ein Format, was komplett für euch gedacht ist und ihr dürft da im Prinzip jede Frage loswerden. Habt da bitte auch keine Angst, denn mir ist das Format sehr, sehr wichtig, da mit euch zu interagieren. Denn ihr seid ja quasi meine Zuschauer und von daher ist das für mich hier erstmal essentiell, dass ihr hier schachlich auch vorankommt. Das ist ja der Plan des ganzen Kanals im Prinzip von Anfang an, von Grund auf, von Endspiel bis hin zu allem Möglichen, euch Stück für Stück voranzubringen. Und das geht natürlich nur, wenn ihr Fragen habt, dass ihr diese Fragen auch stellt und wir die dann hier klären, damit ihr Stück für Stück besser werden könnt. Da es bisher noch keine Frage von euch gibt, habe ich mir für dieses Video erst einmal eine Frage aus einer Facebook-Gruppe geschnappt. Und zwar wurde dort von einem Anfänger die Frage gestellt, muss ich denn eigentlich Schach sagen und muss ich was sagen, wenn ich die gegnerische Dame angreife? Fangen wir hier mit der Dame an. Nein, hier musst du nichts sagen. Früher einmal sagte man hier Garde, um einfach zu sagen, dass die Dame angegriffen worden ist. Aber das ist eigentlich auch oder war auch wirklich nie richtig üblich. Vielleicht zu ganz früherer Zeit mal. Aber wie gesagt, ich spiele schon seit 29 Jahren Schach und selbst ich habe das so nicht mehr wirklich kennengelernt. Ich glaube, das ist was ich so in Anfängerkreisen oder so vielleicht irgendwie noch hält oder Leute, die halt so zu Hause hobbymäßig Schach spielen, aber eigentlich ist das hier nicht mehr up to date, das ist tatsächlich nicht mehr nötig. Zu Frage 2, ob man denn Schach sagen muss, wenn man den gegnerischen König angreift, auch diese ist mit Nein zu beantworten, man muss grundsätzlich nicht Schach sagen. Wenn du im Verein zum Beispiel spielst oder du spielst mit einem Freund zu Hause und ihr seid beide noch nicht so bewandert in dem Spiel und seid Anfänger, dann kann man das durchaus machen, dass man ruhig nochmal Schach sagt. Das ist gar nicht schlecht vielleicht dann, weil der Gegner es vielleicht auch übersehen würde und von daher kann man das in so einem Fall machen. Aber in einer ernsten Partie solltest du das auf jeden Fall unterlassen, wenn du irgendwie ein Turnier spielst oder du spielst am Vereinsabend irgendwie was mit oder du spielst Mannschaftskämpfe oder solche Dinge, da sollte man das auf jeden Fall unterlassen, denn es könnte den Gegner wirklich ablenken oder irritieren. Also wenn ich jetzt so denke, mir würde das heutzutage passieren und ich würde eine Partie spielen und mein Gegner würde permanent Schach sagen, das fände ich doch schon irritierend. Ich würde nicht sagen, dass es direkt verboten ist, aber sollte man eigentlich erwarten, dass der Gegner das sieht. In Blitzpartien, wenn du jetzt wirklich live eine Blitzpartie spielst, egal ob dann im Verein oder so, würdest du sogar ins eigene Fleisch schneiden, denn wenn dein Gegner das Schach, was du gegeben hast, übersieht, in einer Blitzpartie wohl bemerkt, und macht einen anderen Zug, dann hast du sogar automatisch in dem Fall gewonnen, weil sie das Schach übersehen hat und einen anderen Zug gemacht hat. Diese Regel gilt allerdings nur für Blitzpartien. Wenn du eine normale Langzeitpartie spielst und er macht so einen Zug, dann müsste er den Zug tatsächlich zurücknehmen und müsste einen anderen Zug ausführen. Aber ja, das ist hier nochmal eine sehr schöne Frage zum Start, finde ich. Passt auch sehr gut zu diesem Format und soll hier nochmal demonstrieren, wie halt ihr dürft wirklich jede Frage stellen von jedem Niveau, das ist absolut erlaubt. Dieses Fragenformat wird bunt gemischt, diese Fragen beantworten, je nachdem, was der Einzelne so für Fragen hat. Und ja,
Das soll es auch hier zum Start dieser Serie erst einmal gewesen sein. Ich freue mich über eure Fragen und wie ich auch im letzten Video schon angemerkt habe, ich freue mich genauso über eure Partien. Also wenn ihr eine tolle Partie für mich habt, egal ob ihr nun sagt, oh ja, hier ist eine ganz tolle Partie von mir, die würde mich total interessieren, kannst du da mal Analyse von machen? Oder ob es nur ein Teil davon ist, Sascha, hier dieses Endspiel, wie ist das und das zu bewerten? Oder wie gesagt, es ist alles Mögliche im Prinzip. Ich kümmere mich gerne um euer Material. Ihr müsst es mir natürlich nur zuschicken. Also schreibt mir gerne eine Mail. Die E-Mail-Adresse ist nochmal hier mit in der Beschreibung. Ich blende sie euch hier auch nochmal ein. Und dann freue ich mich über eure Partien, über eure Fragen, über euer Material, dass wir hier Stück für Stück anfangen, richtig schön auch zusammen und arbeiten und miteinander zu interagieren. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie der nächste Monat hier so Stück für Stück wird. Und jetzt bist du dran. Hier links kannst du den Kanal abonnieren und rechts geht's zum nächsten Video.